Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 17 und wir spielen weiter im Karrieremodus und wir wollen mal wieder unser Training hier reinballern. Ich weiß bloß nicht, warum alle schon wieder hier raus sind aus dem Training. Warum muss ich die immer wieder alle reinpacken, wenn die doch eigentlich, ne, da fest drin waren und jetzt sind schon wieder alle hier raus. Das stört mich. Das stört mich enorm. Und hier hinten den Wendell können wir auch wieder reinpacken. Zack. Und dann wird alles simuliert. Normalerweise müssten immer wieder alle direkt da reinkommen, aber... Oh, die trainieren aber auch nicht so richtig gut. In letzter Zeit. Da geht mehr. So, Spieler verletzt. Ja, letzte Folge hat sich... Oh nein. Mats Hummels hat sich verletzt und die Diagnose lautet Kreuzbandriss. Er wird für 7 Monate ausfallen. Bitte kümmern Sie sich um einen passenden Ersatz, um seine Position zu besetzen. Holy shit. Ein Kreuzbandriss. Verdammte Kacke. Er hat Frankreich abgegrast. Was hat er denn da entdeckt? Achso, kann ich hier gar nicht sehen. Soll er mal USA, Mexiko ein bisschen grasen? Ich möchte gar kein Nationaltrainer werden. Bei aller Liebe. Noch nicht. Ja, ärgerlich. Also wir müssen unsere Mannschaft auf jeden Fall umbauen, weil Mats Hummels wird erstmal länger ausfallen. Wir haben natürlich aber auch noch einen Holger Badstuber als Ersatz hinter dem Ersatz. Und somit kommt der jetzt immer mit in nächster Zeit. Und ja, wir können das erstmal so speichern. Ja, vielleicht werden wir in der Winterpause deswegen nochmal nachrüsten. Kann durchaus sein. Ich würde jetzt gerne, dieses Spiel werde ich simulieren. Oder nee, warte. Nee, erstmal, nee, lass mal. Wir simulieren erstmal noch nicht. Das ist, zumindest die erste Saison werden wir mal so durchziehen. Danach können wir ein bisschen Gas geben. Also ich würde eure Meinung dazu gerne mal wissen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Soll ich simulieren häufiger, damit die Saison schneller rumgeht? Oder soll ich die erste Saison zumindest einmal komplett durchballern? Also ohne großartiges Simulieren. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ja, ich würde sagen, wir starten in die nächste Partie gegen Hertha BSC Berlin. Und ich bin gespannt, wie es hier ausgeht. Und ihr seid wahrscheinlich noch mehr gespannt, was ich hier so hinzauber aufs Parkett. Oder auf den Rasen, besser gesagt. Ah! Die Weiterleitung von Thiago war leider nicht so, nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, schöner Ball. Na, der Schuss. Er hat ihn auf den falschen Fuß gelegt. Den hätte er mit rechts machen müssen. Der kommt wieder gut. Und der war auch gefährlich. Und da ist er. Da ist das erste Tor. Und ich glaube, es ist kein Abseits. Es ist David Alaba. David Alaba macht das Ding. Wuhu. Sehr schön. Guckt euch das an. Das erste wäre schon fast drin gewesen nach Robbens Schuss. Und dann kommt er reingelaufen, beziehungsweise reagiert schneller als die Abwehr. Oh, im Stile eines Stürmers. Wo war Griezmann eigentlich? Nein, der wird schon noch seine Bude machen. Jupp, schön abgefangen von Martial. Auf Wendell. Ja, da haben wir ihn wieder. Martial. Nein! Boah, die Kombination. Das war der Hackentrick hier allein. Zack. Und Griezmann war nicht schlecht. Ob das Lewandowski auch so hinbekommen hätte oder ob er sich die Füße dabei gebrochen hätte. Das ist hier die Frage. Nee, aber ganz ehrlich. Wow, er geht nicht rein. Aber gefällt mir bisher mega gut als Stürmer. Griezmann. Kann ich ihm nur empfehlen. Also Lewandowski lag mir nicht so gut.
Nicht ansatzweise in diesen Vorbereitungsspielen. Da hat er auch fast gar keine Tore erzielt. Na, komm. Jo, haben wir noch im Spiel gehalten? Ah, schade. Ja, das Risiko war hoch. Das Risiko war groß, dass das nichts wird. Aber er wäre so schön durch gewesen. Ja, Alaba hat aufgepasst. Und da haben wir Vidal. Nein, wo passt er hin? Er sollte doch nur zu Thiago. Klar, ich hätte auch mit Vidal alleine machen können, aber warum passt er denn auch so bescheuert? Ja, gut. War ein Foul, gibt aber keine Karte. Da war fast gar nichts. Fast gar nichts. Alter, Kreuzbandriss bei Mats Hummels, ne? Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Ärgerlich. Ja. Vidal wieder. Und der knallt an die Latte. Nein. Da wäre das 2-0 gewesen, wenn das Ding nicht an die Latte geflogen wäre. Na? Oh. Nein! Oh Mann, ey, wenn der auf Fromm gekommen wäre, das wäre ja nur noch ein. Der hätte ja nur noch einschieben müssen. Sehr schön von Martinez. Das war richtig gut. Eine richtig gute Aktion. Ja, den Pass habe ich jetzt wieder nicht verstanden von Arjen Robben. Aber gut, kann man so stehen lassen. Ja, da habe ich leider einen Foul noch gemacht. Ja. Nein! Und ich war am Torhüter schon vorbei. Und er ist wieder nicht drin. Er ist wieder nicht drin, Alter. Wie viele Schüsse haben wir denn in dieser Partie aufs Tor gebracht? Puh, das war eine chancenreiche Partie auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, kann man hier die Spielinfo? Da kann man sie sehen. Guckt euch das an. Ja gut, 10 Schüsse, davon 5 aufs Tor. Ist auf jeden Fall keine schlechte Halbzeit. Ich würde Thiago mal eben runternehmen, weil da ist mir die Gefahr zu groß, dass da noch was passiert. Weigel darf dafür rauf und... Für Martial darf Ribéry ran. Und ja, den Rest lasse ich erstmal so. Ihr habt beim letzten Mal gesehen, wie schnell da mal eine Verletzung passieren kann. Eine schlimmere. 7 Monate. Auch noch 7 Monate. Normalerweise sind das doch nur 6 beim Kreuzband. Manchmal kriegen sie es sogar mittlerweile noch ein bisschen schneller hin. Also so, dass es so 5 Monate oder so sind. Aber 7 Monate. Heftig. Das ist einfach heftig. Ja, da standen sie sich selber auf den Füßen. Finde ich gut. Kann ich mit leben. Ja, der passt. Hätte besser kommen können. Und der Schuss von Vidal war leider zu unplatziert. Boateng, komm Boateng. Ah, egal. Martin, jetzt passt auf. Huch. Direkt in die Beine gespielt. Nicht so die gute Idee. Das ist manchmal der Pep unter mir. Der Pep in mir. Denn ich will immer flach hinten rausspielen. Immer kontrolliert. Und das ist manchmal halt scheiße.
Manchmal sollte man ihn doch lieber einfach rausschlagen. Ja, ist da noch irgendjemand von uns? Nein! Shit. Gib mir den Ball. Ja, da haben wir ihn. Feige. Ja, auf Griezmann. Boah, und er verliert einfach mal richtig locker gegen Plattenhardt. Das war eine schwache Nummer. Ja, schön von Lahm. Das war kacke. Nein. Sehr schön, Boateng. Boateng ist bei mir der Fels in der Brandung hier hinten. Ja, war Griezmann auf Ribéry. Und das gibt Ecke. Da gab es noch einen Wechsel. Der kommt gut. Aber der Torhüter hat aufgepasst. Oh, Martinez! Alter, wie langsam bist du? Ja. Nein, ich hätte ihn gleich wieder passen müssen. Ah, da kam ich leider nicht ran. Gibt's auch noch gelb? Oder belässt es da? Ja, wird wohl gelb zücken, oder? Ja, shit. Wendell kriegt gelb. Passiert. Passiert. Und Franck Ribéry, der hat noch Energie. Der wurde erst eingewechselt. Genauso wie Weigel. Den wir hier haben. Der irgendwie den Pass nicht so richtig durchgebracht hat zu Griezmann. Ach, komm. Hui, aufpassen. Abseits, abseits. Alter, das wird eine knappe Kiste hier. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Jo, das gibt gelb. Auf jeden Fall. Das war klar. Ah, ich wollte mich wieder durchkombinieren. Nein, kein Konter jetzt noch fangen. Na, egal. Lahm steht da. Und da ist nochmal Vidal. Aber ich kriege die Bälle immer nicht auf den letzten. Auf den letzten Metern kriege ich die Bälle nicht mehr an den Mann. Daran müssen wir in der nächsten Partie wieder arbeiten. Das war schon mal besser. Das habe ich schon besser gesehen. Ja, aber das war's mit der Partie. Wir haben trotzdem gewonnen. In der ersten Halbzeit war es allerdings deutlich besser als in der zweiten. In der zweiten haben wir nur noch einen Schuss hinbekommen. Oh mein Gott, Alter. In der ersten sind wir durchgedreht. Hätten eigentlich vier Tore oder so machen müssen. Und in der zweiten ging dann gar nichts mehr. Alter Verwalter. Ja, was haben wir hier noch? Nachricht von Spielern. Danke, Chef. Bin froh, dass Sie mir vertrauen und mich immer wieder einsetzen. Vielen Dank dafür. Ja, gerne, Martinez. Beziehungsweise gerne, Javi. Ja, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.